Willkommen zu einem weiteren Schiffstutorial mit mir, dem mächtigen Brankor. Heute präsentiere ich euch das Tutorial-Schiff, in dem ich jetzt so lange gebaut habe und wie es funktioniert. Also bleibt dran, es wird spannend. Die FF01 Schwarzdorn. So habe ich dieses Schiff getauft, das ich in 14 Folgen zusammengebaut habe. Was ich am Anfang des Tutorials nicht direkt erwähnte, war, welchen Zweck dieses Schiff am Ende haben sollte. Da ich soweit eigentlich alle Funktionen euch vorstellen wollte, die man in Space Engineers eigentlich so bei jedem Schiff mal gebrauchen kann. Zusammengefasst, es ist am Ende ein Allzweckschiff geworden, was man für die Erkundung des Weltraums für alle Situationen gebrauchen kann. Man kann es daher simpel mit dem roten oder blauen Starterschiff, das man in Space Engineers hat, vergleichen und spielt auch in derselben Gewichtsklasse mit. Aber kommen wir zu den technischen Daten. Die Schwarzdorn ist 150 Meter lang, 42,5 Meter breit und 36 Meter hoch. Sie besitzt einen Sprungantrieb, was man hier auf der Rückseite sehen kann, und eine Kombination aus Ion- und Hydrogentriebwerke, um eben halt eine ordentliche Beschleunigung, Bremsung und Manövrierfähigkeit zu geben. Insgesamt besitzt sie 12 Gyroskope, die vollkommen ausreichend sind, um das Schiff zu bewegen, und intern bietet sie Platz für 3 Besatzungsmitglieder, besitzt eine Raffinerie, einen Lichtbogenofen, 2 Montageanlagen und hier vorne einen üppigen kleinen Hangar für ein kleines Schiff. Zur Verteidigung besitzt sie 4 Gatling-Kanonen und einen Raketenwerfer, die hauptsächlich nur zur Verteidigung ausgelegt sind. Beim Bau dieses Schiffes lag der Schwerpunkt auf Ästhetik, Funktion und intelligente Raumplanung, um ein Wohlfühlerlebnis zu bieten, das der Besatzung auf lange Zeit ein Zuhause bieten soll. Zusätzlich sollte man die Möglichkeit haben, mit dem Schiff auf jeder Ebene arbeiten zu können, ohne umständlich auf das Terminal zugreifen zu müssen. Schauen wir uns die Schwarzdorn von innen an. Um das Schiff betreten zu können, besitzt die Schwarzdorn auf beiden Seiten jeweils eine Luftschleuse, die man eben halt ganz simpel über Raumstationen oder andere Schiffe auch andocken können, um eben halt einen Übergang ohne Sauerstoffverlust zu geben. Die Luftschleuse selber besitzt einen einzelnen Raum, wo der Sauerstoff, der von innen in das Schiff nach draußen entweicht, aufzufangen. Und alle Türen hier sind automatisiert mit Sensoren ausgestattet. Wir befinden uns jetzt hier im Zentrum des Schiffes. Hier hat man auch direkt die Schaltpulte, um eben halt die Luftschleusen an- und abzudocken und gleichzeitig auch ein Terminal, um den Status ablesen zu können. Das heißt auch praktisch, wir wissen immer ganz genau, wenn wir uns andocken und abdocken wollen, ob die Luftschleusenblöcke aktiviert sind. Die kleinen Frachtcontainer, auf denen ich jetzt gerade hier zugreife, besitzen ebenfalls ein Terminal, um eben halt anzuzeigen, was sich in dem gerade befindet. Es ist als Idee für einen Spind ausgelegt, dass man eben halt wirklich seine Ausrüstung, die man gerade nicht braucht, auslegt. Die hintere Tür führt uns in den Maschinenraum, ausgestattet mit 12 kleinen Reaktoren und 12 Batterien, die einen Output von 360 Watt ermöglichen, sowie 12 Gyroskope, alles optisch sehr schön angebracht, um eben halt auch kleine Reparaturen vorzunehmen. Am Heck des Schiffes befindet sich noch ein kleines Dachfenster und führt uns dann zum Hyperraumantrieb. Insgesamt ist dieser Raum jetzt mehr zu, wenn man eben halt nicht ihn komplett eben durchzulaufen muss, kann man auch hier auf dem LCD auf der Seite eben halt alle Daten ablesen, wie der Energieverbrauch ist, als auch der Bestand des Urans. Gehen wir mal weiter auf die obere Etage dieses Raumes. Wenn wir jetzt hier die Treppe raufgehen, werden wir eben halt zu der Kryokammer kommen. Insgesamt besitzt die Schwarzdorn 3 Stück davon, dass eben halt im Satz von 3 Mann eben halt sich mal hier im Multiplayer ausloggen kann. Die Krankenstation ist direkt hier zentral angelegt, um eben halt kurzfristige Heilungen vorzunehmen oder eben halt zu respawnen. Und wir haben auch hier ein LCD, der uns über den Status des Sauerstoff als auch den Energiebedarf des Schiffes reinsetzt, damit wir eben halt, wenn wir aussteigen, auch genau wissen, was wir eben halt gerade für Prioritäten haben, wenn uns mal der Saft ausgehen sollte. Weiter vorne befindet sich die Fertigungshalle, bestehend aus 2 Montageanlagen und einer Raffinerie sowie einem Lichtbogenofen. Jeder dieser Module ist auch mit einem LCD ausgestattet, der über den Energieverbrauch, den Starts, ob sie gerade am Arbeiten ist, auslegt und gleichzeitig auch welchen Inhalt sie beinhaltet. Also praktisch, wir können auch direkt überall sehen, wenn wir eben halt hier Erze haben, die auch zu Bahn verarbeitet werden, und rechts bei Montageanlagen, wenn die Barren halt in Komponenten umgewandelt sind, dass wir eben halt darauf zugreifen können. Weiter vorne haben wir eine weitere Luftschleuse, die führt uns dann in den Hangar.
Die Luftschleuse ist einfach nur deswegen eingebaut worden, falls mal jemand die Tür offen lässt, die standardmäßig immer offen ist hier. Und auch hier finden wir eben halt einen Zugriff auf einen kleinen Frachtcontainer, der an den Hauptfrachtraum angeschlossen ist. Sowie eben halt eine Schalttafel für die Steuerung der Funktion des Hangars. Wir können also einmal mit dem ersten Knopf die Tür schließen. Mit dem zweiten Knopf können wir den Raum mit Sauerstoff füllen, als auch, sag ich mal, entlüften. Insgesamt bietet dieser Hangar Platz für ein kleines Schiff. Das kann also praktisch in dem Fall auch so darauf hinlaufen, dass wir eben halt hier drin uns gemütlich machen und anfangen, ein kleines Schiff zu bauen. Und können auch gleichzeitig hier auch den Start ablesen, wie der Sauerstoffbehalt in dem Raum drin ist. Da die Tanks gerade voll sind, kann jetzt eben halt die Luft in diesem Raum jetzt nicht ausgesaugt werden. Aber prinzipiell, wenn jetzt eben halt der Sauerstoff nicht verloren gehen soll, würde dieser Raum jetzt dekomprimiert werden. Und wir haben die Möglichkeit dann gemütlich die Tür zu öffnen, ohne eben halt den Sauerstoff zu verlieren. Hier an der Decke befindet sich der Gravitationsfeldgenerator. Er ist auf negativ eingestellt, damit ich ihn an der Decke anklemmen kann, damit er uns nicht im Weg steht, wenn wir eben halt durchs Raum laufen. Die Treppe, die ich jetzt hier gerade hochgehe, die führt uns dann zum Serverraum und gleichzeitig auch zur Brücke. Der Serverraum hier beinhaltet wiederum einen Frachtcontainer sowie eine kleine Aussicht nach Steuerbord. Der Frachtcontainer ist auch wieder an unserem Hauptsystem des Frachtlagers angepasst, also wir können halt praktisch auch Items eben halt hin und her transferieren. Die Programmierblöcke einstellen, wie beispielsweise das für M-Master-Skript. Das zweite ist halt, wenn ihr das Schiff ein bisschen updaten wollt, noch was hinzuzufügen. Und die Brücke selber ist halt auch ein abgeschlossener Raum, der für alle drei Piloten eben halt eine Sitzbank anbietet. Hier haben wir auch als Informationszentrum alle Informationen noch einmal auf den LCDs angebracht. Also wir haben einmal auch hier einen Start von den Waffen, wie viel Munition drin sind. Hier vorne haben wir eben halt für den Steuermann eben halt die Angabe, an welcher Position wir uns befinden, als auch den Start des Jump Drives, wenn wir eben halt mal einen Sprung einleiten möchten. Auf der rechten Seite hier haben wir eben halt Informationen für Energie als auch für Sauerstoff und Hydrogen. Und pauschal gesehen kommen wir mal gleich zu dem ersten Test halt, um zu zeigen, was das Schiff eigentlich so an Power hat, wenn wir eben halt damit beschleunigen. Wie man hier sehen kann, ist der erste Kontrollsitz, den wir hier haben, für den Piloten ausgelegt. Wir haben ein paar Zugriff auf den Jump Drive, wir können ein paar die Reichweite einstellen und haben mit dem einen Sprungantrieb die Möglichkeit, mehr als 1000 Kilometer hinauszuhüpfen. Die Reichweite variiert natürlich halt vom Gewicht des Schiffes, aber wie gesagt, mit einer simplen Ausstattung schaffen wir immer noch die 1000 km/h mit einem Sprung. Die zweite Sitzbank, die ist halt für den Steuermann, der eben halt für die Waffen zuständig ist. Er hat Zugriff, jeden einzelnen Kanonenturm, den er eben halt das Schiff besitzt, zuzugreifen. Sowie eben halt auch die Geschütze ein- und auszuschalten. Hier haben wir beispielsweise die Backbordseite von der Gatling-Kanone. Hier ist das Deckgeschütz, was sich oberhalb der Brücke befindet und eben halt die Oberseite abdeckt. Die dritte Kanone ist auf der Kielseite, also sprich die ist vorne auf der Unterseite. Und die letzte Kanone ist auf der Steuerbordseite. Wie ihr seht, recht simpel, dass eben halt der Spieler auch die Möglichkeit hat, manuell das Schiff zu steuern, als auch die Kanonen anzusetzen. Die letzte Sitzkontrolle, die ist jetzt nicht richtig konfiguriert, aber im Prinzip kann man hierüber die Luftschleusen an- und abdocken, als auch die Tür des Hangars eben halt manuell öffnen und schließen, falls es mal vergessen sollte von einem der Mitspieler, der eben halt reinfliegt. Würde man dieses Schiff mit den typischen Autos des 2100 vergleichen, läge es in der Lux- oder Sonderausstattungsklasse, da die Funktion weit über den Standard liegen, als auch in seiner Leistung weit hervorsticht. Ein wunderbarer Auftakt, mal das Schiff in seiner Funktion zu testen. Wie man jetzt hier sehen kann, ist die Ausstattung an Manövriertriebwerken äußerst überbelegt. Das heißt praktisch, mit einem kleinen Druck können wir eben halt uns schon mit einer ordentlichen Beschleunigung bewegen und auch gleichzeitig bremsen. Also für eine genaue Einparkmöglichkeit ist es schon mal sehr gut ausgelegt. Gehen wir mal das Ganze mit Vorwärtsschub. Und insgesamt, dass wir eben halt gerade mal eine Reichweite von, ja, 300 Meter, sag ich mal, überbrücken müssen, haben wir schon in dieser kurzen Distanz die 100 Meter die Sekunde erreicht. Für die Bremsreichweite selber brauchen wir mal so die 700 bis 800 Meter.
Also das heißt praktisch, wenn ihr mal wirklich mit diesem Schiff mal bei einem Rennen teilnehmen wollt, ist es auf jeden Fall schon mal die erste Wahl. Die Manövrierung selber des Schiffes mit 12 Gyroskopen ist vollkommen ausreichend. Man kann natürlich auch mit den Pfeiltasten jetzt eine engere Kurve fliegen. Aber wie man auch hier sehen kann, zum Umrunden von größeren Schiffen als auch von Asteroiden ist das Schiff wirklich vergleichbar wie von kleinen Abfangjägern von der Steuerung. Ah, wunderbar. Und gleichzeitig, wie man auch sehen kann, die Energieauslastung liegt gerade mal bei 75%, würde man eben halt Vorwärtsschub geben, Seiten und Auf- oder Abwärtsschieben. Machen wir nochmal die Fassrolle. Ja, wunderbar. Mit gerade mal 2 Sekunden schaffen wir es einmal, das Schiff um die eigene Achse drehen zu lassen. Einen Waffentest werde ich jetzt hier an der Stelle nicht vorführen, weil es in dem Sinne wirklich halt nur darauf ausgelegt ist, halt, wir können an einem Kampf uns beteiligen, würden aber halt nicht sehr viel aushalten, da wir das Schiff komplett aus leichter Panzerung besteht. Diese Funktion ist eigentlich mehr dafür da, dass wir eben halt einen Gegner erstmal nur einschüchtern, dass wir eben halt sehr bewaffnet sind und gleichzeitig, dass wir uns auch wehren, wenn uns doch einer angreift. Wie ihr beim Rotflex schon gesehen habt, habe ich von der Schwarzdau noch ein paar weitere Versionen angelegt, in Blau, Rot und Orange. Schauen wir uns mal die drei anderen Versionen nochmal gleichzeitig an. In der Tutorial-Reihe, wo ich die Schwarzdau gebaut habe, habe ich ja auch mal nach der Farbwahl der Außenhülle gefragt. Und Schwarz hat sich dabei primär durchgesetzt, aber ich habe mir gedacht, so, ich würde auch gerne die Blau, Rote und Orange Version einmal aufsetzen. Und habe dementsprechend dann auch nochmal diese Version auch nochmal umgesetzt. Alle 4 Schiffe könnt ihr im Workshop downloaden und durch euer eigenes persönliches Liebling raussuchen und es eben halt auch modifizieren oder eben halt auch direkt für den Survival benutzen. Die Funktion des Schwarzdorn ist auch in den anderen 3 Versionen komplett identisch. Also ihr habt die gleichen Gruppierungen, die gleiche Bewaffnung und den gleichen Inhalt. Einziger Unterschied ist wirklich halt nur die äußere Bemalung, die ich eben halt für dieses Schiff noch anbiete. Wie gesagt, bei mir kriegt jeder eben halt das Beste, was ich eben halt bieten kann. Aber wir kommen langsam dem Ende der heutigen Schiffsvorstellung. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich gerne über einen Like-Daumen, den ihr einmal mir hinterlässt und eure Meinung eben in die Kommentarfelder schreibt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, beantworte ich sie auch gerne, soweit ich die Möglichkeit habe. Und für die neuen Zuschauer, die sich dazugeschaltet haben, wenn euch doch die Folge gefallen hat, lieber wenn ihr einfach den Kanal abonniert und nicht vergessen, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer direkt erfahrt, wenn ich eine weitere Schiffsvorstellung oder Tutorial hochlade, um sie nicht zu verpassen. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Euer Brancor.